Es war die Überraschung des Abends. CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer wird neue Verteidigungsministerin. Bereits heute übernimmt sie das Amt. Die Entscheidung kam unerwartet. Zuvor waren mehrere andere Kandidaten wie Gesundheitsminister Spahn gehandelt worden. Kramp-Karrenbauer hat so eine mögliche Berufung ins Kabinett bisher ja immer abgelehnt. Sie tritt nun die Nachfolge von Ursula von der Leyen an, die als EU-Kommissionspräsidentin nach Brüssel geht. Im Schloss Bellevue, da beginnt in diesen Minuten die Entlassungszeremonie für die scheidende Verteidigungsministerin. Sehr geehrte Frau Ministerin, liebe Frau von der Leyen, zu Ihrer Wahl als Präsidentin der Europäischen Kommission gratuliere ich Ihnen, gratulieren wir Ihnen ganz herzlich. Heute treten Sie von Ihrem Amt als Bundesministerin der Verteidigung zurück, um sich mit aller Kraft auf Ihre künftige Aufgabe vorzubereiten. Wir alle wissen, wie eng die nationale mit der europäischen Politik verbunden ist. Insofern ist Ihre Entlassung als Bundesministerin kein Abschied, sondern der Auftakt zu einem neuen Lebensabschnitt im Dienste Europas. Dafür noch einmal wünschen wir Ihnen alles erdenklich Gute und viel Erfolg. Liebe Frau von der Leyen, 14 Jahre waren Sie im Bundeskabinett. Ich weiß nicht, ob Sie mitgezählt haben, ich vermute eher nicht, aber so um die 700 Mal saßen Sie mittwochs am langen Kabinettstisch im Kanzleramt. Ein Blick in die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland zeigt, es gibt nur sehr wenige, die auf eine so lange Amtszeit als Bundesministerin oder Bundesminister zurückschauen können. In diesen 14 Jahren haben Sie Deutschland gedient und Sie haben sich um Deutschland verdient gemacht. Dafür möchten wir Ihnen danken. Für alle Ihre Ämter galt, wenn Sie ein Ziel für richtig und notwendig erkannten, dann haben Sie sich dem mit großem persönlichen Einsatz und bisweilen gegen manche Widerstände verschrieben. Halbe Sachen sollten es nicht sein. Ihr Eintreten für eine verbindliche Frauenquote in Aufsichtsräten ist dafür nur ein Beispiel. Viele Ihrer Entscheidungen waren richtungsweisend. Als Bundesfamilienministerin haben Sie eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Zentrum Ihrer Politik gerückt, für Männer und für Frauen. Sie haben vor vielen anderen erkannt, dass Leben und Arbeit in einer Gesellschaft, die die Gleichberechtigung von Männern und Frauen in die Verfassung aufgenommen hat, zusammengehören. Die Familienministerin, so beschrieb es damals eine Zeitung, habe das Anliegen zum Top-Thema der Koalition gemacht. Tatsächlich haben Sie viel mehr getan als das. Sie haben es durchgesetzt. Wir denken an den Ausbau der Betreuung von Kleinkindern und die Umsetzung des Elterngelds. Wenn heute immer mehr Männer Elternzeit in Anspruch nehmen und sich freuen, mehr Zeit für ihre Kinder zu haben, dann haben wir das auch Ihrer Politik zu verdanken. Ja, die Rollenbilder haben sich geändert zum Besseren und daran haben Sie einen großen Anteil. Liebe Frau von der Leyen, kümmern und aktivieren, so nannten Sie einst selbst die Richtschnur Ihres politischen Handelns. Im Bundesministerium für Arbeit und Soziales brachten Sie das Bildungspaket auf den Weg. Kinder aus einkommensschwachen Familien sollten ebenso wie alle anderen am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können, die Musikschule besuchen oder im Sportverein mitmachen. Dass Sie auch ganz persönlich für die Veränderung überkommener Rollenbilder stehen, zeigte sich 2013, als Sie als erste Frau das Amt der Bundesministerin der Verteidigung übernahmen. Sie haben sich von Beginn an für eine Konsolidierung und Stärkung der Bundeswehr eingesetzt, haben materielle und finanzielle Defizite klar benannt und notwendige Reformen eingeleitet. Nicht alle Mängel in der Ausstattung sind behoben, noch bleibt viel zu tun, aber fest steht, die Bundeswehr ist als Arbeitgeberin attraktiver geworden und der Wehretat ist deutlich angewachsen. Das ist mit Blick auf unsere Verpflichtungen gegenüber der NATO und unseren Verbündeten, auf die zahlreichen Auslandseinsätze der Bundeswehr und die neuen geopolitischen Herausforderungen auch dringend erforderlich. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Jahr 2014 haben Sie ein klares Bekenntnis zur sicherheitspolitischen Verantwortung Deutschlands abgegeben. Und Sie haben zu Recht darauf verwiesen, dass die Bundesrepublik Deutschland ihren internationalen Verpflichtungen nur gerecht werden kann, wenn die Bundeswehr dafür adäquat ausgestattet ist. Das betrifft neben Land-, See- und Luftstreitkräften auch die Abwehr von digitalen Bedrohungen, wofür Sie das Kommando, Cyber- und Informationsraum eingerichtet haben.
Meine Damen und Herren, die Sicherheit Deutschlands kann nur im Bündnis gewährleistet werden. Neben der NATO spielt dabei auch unsere Zusammenarbeit innerhalb der Europäischen Union eine immer wichtigere Rolle. Auch Ihnen, Frau von der Leyen, ist zu verdanken, dass sich die EU auf eine ständige, strukturierte Zusammenarbeit in der Verteidigungspolitik verständigt hat. Die Europäische Union ist eben auch dies, eine Verteidigungsunion, in der wir uns gegenseitig Beistand versprochen haben. Statt Berlin nun also Brüssel, statt Kabinett nun Kommissionskollegium. Für viele kam dieser Schritt überraschend. Auch deswegen ging ihrer Wahl eine Kontroverse über die künftige Rolle der Spitzenkandidaten für dieses Amt voraus. Das unterstreicht die Wichtigkeit, bis zu den nächsten Wahlen das Verfahren für die Ernennung des europäischen Spitzenpersonals weiterzuentwickeln, und zwar gemeinsam mit allen beteiligten Institutionen. Sie erwarten nun große Aufgaben. Die Europäische Union ist Anfechtungen ausgesetzt. Demokratie und Rechtsstaatlichkeit werden in Frage gestellt. Ja, das liberale Gesellschaftsmodell wird im Innern der Gemeinschaft auf die Probe gestellt und auch von äußeren Gegnern bekämpft. In der gemeinsamen Abwehr dieser Angriffe aber liegt auch eine Chance. Meine Hoffnung ist, dass die Herausforderungen auch den Blick schärfen auf das, was Europa eigentlich ausmacht. Europa ist zu unser aller Glück vereint. Dieses Glück liegt in einem Bündnis zum gegenseitigen Nutzen. Dieses Glück liegt in dem gemeinsamen Ziel, Wohlstand, Sicherheit und Freiheit gemeinsam und für alle Europäerinnen und Europäer zu erreichen. Dieses Glück liegt in der Verantwortung dafür, unseren Planeten für künftige Generationen lebenswert zu halten. Und dieses Glück liegt in dem Versprechen, das wir einander gegeben haben. Wir treten in der Welt gemeinsam auf und füreinander ein. All dies sind keine leichten Aufgaben, und ich wiederhole mich gern. Ich wünsche Ihnen dafür viel Kraft, Glück, Erfolg, und eine Portion Spaß kann auch dabei sein. Liebe Frau Kramp-Karrenbauer, von Frau von der Leyen übernehmen Sie das Amt der Verteidigungsministerin, ein Amt mit größter Verantwortung für die Sicherheit unseres Landes und die Einsatzbereitschaft unserer Bundeswehr. Große Aufgaben liegen vor Ihnen, denn zweierlei ist notwendig. Unser Land braucht eine starke Bundeswehr, und die Bundeswehr braucht starken Rückhalt in der Politik und in der ganzen Gesellschaft. Für diese so wichtige Aufgabe wünsche ich Ihnen gutes Gelingen und eine glückliche Hand. Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, Frau Ministerin, Frau Kramp-Karrenbauer, nun möchte ich Sie zur Verlesung der Urkunden hier zu mir bitten. Im Namen der Bundesrepublik Deutschland entlasse ich die Bundesministerin Dr. Ursula von der Leyen auf ihr Verlangen aus ihrem Amt als Bundesministerin der Verteidigung. Für die dem deutschen Volke geleisteten treuen Dienste spreche ich ihr Dank und Anerkennung aus. Berlin, den 17. Juli 2019, für den Bundespräsidenten, der Präsident des Bundesrates, Michael Müller, die Bundeskanzlerin Angela Merkel. Ich bekomme eine zweite Urkunde. Danke. Im Namen der Bundesrepublik Deutschland ernenne ich Frau Annegret Kramp-Karrenbauer zur Bundesministerin der Verteidigung. Berlin, den 17. Juli 2019, für den Bundespräsidenten, der Präsident des Bundesrates, Michael Müller, die Bundeskanzlerin Angela Merkel. Liebe Frau Kramp-Karrenbauer, herzlichen Glückwunsch und alles Gute und viel Erfolg für Ihre Aufgabe. Auch für glückliche Hand. Ich glaube, Sie gehen noch einmal nach vorne. Thank you.
Ja, soweit die Überreichung der Entlassungsurkunde an die neu gewählte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und die Ernennungsurkunde für die neue Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer. Die Urkunden wurden von Berlins regierendem Bürgermeister Müller überreicht, falls Sie sich wundern, in Vertretung des Bundesratspräsidenten, Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther. Der hätte die Zeremonie eigentlich anstelle von Bundespräsident Steinmeier vornehmen sollen. Der befindet sich aber auf einer Auslandsreise und Bundespräsident Steinmeier wiederum, der ist zurzeit im Urlaub.